Bevor das Video anfängt, wollte ich auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, was nur noch 5 Tage lang läuft. Ihr habt die Möglichkeit auf 15 x 25 € V-Bucks. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist auf die Webseite zu kommen. Ihr loggt euch ein, geht auf Datei hochladen. Dann, Freunde, wählt ihr eine Datei aus, wo ihr meinen Supporter-Creator-Code eingetragen habt. Ihr müsst nichts damit kaufen, ihr müsst ihn nur eingetragen haben. Dann geht ihr hier einmal auf Weiter und dann könnt ihr weitere Lose ausfüllen. Und, Freunde, bedenkt, jeden Tag könnt ihr 5 weitere Lose abholen, indem ihr ein Bild hochladet. Und dann könnt ihr so eure Lose sammeln und am Ende dieser Laufzeit, also nach 5 Tagen, wird das Ganze dann ausgelöst und ja, macht da gerne mal mit. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Was geht ab, Leute? Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um das neue Update, was wir morgen erhalten werden. In den Ingame-Neuigkeiten habt ihr es bereits schon sicherlich gesehen und zwar kommt das Driftboard ins Spiel. In dem Video alle Informationen. Auf jeden Fall steht hier Glanz und Gloria, Mobilität, Still, Fingerspitzengefühl, verpasst im Spiel eure eigene Note mit dem neuen und limitierten Driftboard. Dieses Driftboard, Freunde, wird auf jeden Fall nur eine limitierte Zeit lang im Spiel sein, das heißt, irgendwann wird es wieder entfernt, höchstwahrscheinlich mit dem Start der neuen Season und wenn dieses Item auch reinkommt, wird dann auch höchstwahrscheinlich der Einkaufswagen verschwinden. Was ihr auch noch wissen solltet, ist, dass mit diesem Driftboard auch morgen ein neuer Limited Time Mode reinkommen wird und diesen Limited Time Mode handelt es sich ursprünglich um ein Limited Time Mode Drifting, so heißt der. Dort geht es darum, dass man Kisten öffnet, da ist Loot drin und natürlich das Driftboard, da muss man natürlich hingehen und halt versuchen, als allerletztes zu überleben. An sich, die Idee von diesem Spielmodus ist mega cool. Bedenkt auch, dass dieser Spielmodus höchstwahrscheinlich im 20 vs. 20 oder 50 vs. 50 Modus sein wird. Und es ist auf jeden Fall ein cooles Ding, etwas abwechselreich, sage ich mal. Und ich finde die Idee dahinter auch mega cool. Ihr könnt auch gerade einfach ein Gameplay im Hintergrund sehen, wie das Ganze ausschaut. Da sind auch die Lootboxen mit dem Driftboard versehrt. Und in den Lootdrops sind halt auch noch hier ganz normale Waffen plus das Driftboard und an sich sieht das schon doch recht entspannt und richtig cool aus, muss man sagen. Das Ding wird natürlich auch sein, dass wir erstmal darauf klarkommen müssen, wie die Steuerung ist, aber die ein oder anderen von euch haben das Ganze ja bereits getestet, weil früher konnte man das ja im Kreativmodus hervorrufen, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass es doch schon eine coole Idee ist, dieses Driftboard, und ich hoffe, dass dieser Limited Time Mode auch mega cool sein wird. Das Update wird dann höchstwahrscheinlich morgen um 10 Uhr morgens erscheinen, beziehungsweise dort werden die Server offline gehen. Wie immer eigentlich werde ich dann morgen ein Informationsvideo darüber raushauen. Das heißt, was alles neu reingekommen ist. Wir werden uns die Patch Notes anschauen und die einzelnen Spielmodis. Das heißt, falls ihr nichts verpassen möchtet, lasst mir gerne mal ein Abo da und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, macht auf jeden Fall bei meinem Gewinnspiel mit und natürlich, was auch noch super, super, super wichtig wäre, schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem Driftboard erhaltet. Und ich wäre dann hier an der Stelle raus und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps.